Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video geht es speziell um meinen Fotorucksack, der Tamrac Anvil 27. Der Fotorucksack, der ist eigentlich für Fotografen gedacht, die auf Fototour gehen wollen, möglichst viel Equipment mitnehmen möchten und dabei wenig Eigengewicht des Rucksacks mitschleppen wollen. Und dieser Rucksack wiegt nur 2,2 Kilo leer. Das ist erstaunlich bei dieser Größe. Und Tamrac hat es geschafft, aus besonders leichten und widerstandsfähigen Material diesen Rucksack so zu designen, dass das Equipment trotzdem sehr gut geschützt da drin verpackt ist. Dieser Rucksack lässt das Fotografenherz wirklich höher schlagen, denn es passt ultra viel Equipment rein und es ist dazu noch sehr, sehr aufgeräumt und super gut geschützt. Die Nähte und die Reißverschlüsse haben jetzt auch nach 3 Jahren und fast wöchentlichem Einsatz keinen Schaden genommen. Die funktionieren immer noch wie am ersten Tag. Und jetzt geht's rein in den Rucksack, dass ihr mal seht, was da alles so reinpasst und warum ich gerade diesen Rucksack so cool finde. Ja, und ich habe es immer ganz gern, wenn meine Sachen richtig schön aufgeräumt in einem Rucksack drin sind, dass ich da blind reingreifen kann und weiß, wo was ist. Und jetzt gehe ich mal auf die Hauptfeatures von dem Rucksack ein und fange mal gleich beim Hauptfach an. Das ist ein einteiliges Hauptfach, also es ist nicht geteilt, das Hauptfach. Ich zeige euch jetzt mal, was ich hier drin so transportiere. Ich habe hier mal eine Alpha-Kamera mit einem 70-200 Objektiv. Hier oben 50mm Objektiv passt super rein. Das habe ich hier ein 16-35mm Objektiv Sony, ein Weitwinkel 14mm, ein Mikrofon, Fernsteuerung von der Drohne. Lasebike, super wichtig. Hier habe ich noch von meinem letzten Shooting die Mavic 2 Pro auch drin verpackt. Nehme ich auch gern mal mit, wenn ich zum Beispiel einen Videoauftrag habe. Und hier auf der Seite, da stecke ich oft ein Stativ, ein kleines Reisestativ rein. Oder in dem Fall meinen Videoslider, der einfach so im Ganzen reinpasst. Es gibt ja viele Rucksäcke, zum Beispiel die von Loewe Pro, die sind zweigeteilt. Aber das bringt mir wirklich nichts, wenn ich zum Beispiel einen zusammengebauten Gimbal oder diesen Slider mitnehmen möchte, dann brauche ich ein komplettes großes Hauptfach. Das war mir einfach wichtig, dass ich diesen Slider hier unterbringe oder auch andere größere Gegenstände am Stück. Ganz interessant sind auch diese drei Fächer. Hier haben sie eine Folie oder ein Plastik verbaut, was wirklich widerstandsfähig ist. Da kommt keine Schraube durch von der Stativplatte. Hält wie am ersten Tag. Hier habe ich einen Fernauslöser in dem Fach drin und hier Brillenputztuch, SD-Karten und Krimskrams. Jederzeit sieht man, was da drin ist und kann schnell darauf zugreifen. Hier sieht man ja sogar, designed in Utah, USA, aber made in Vietnam. Hauptsache professional. Seitlich sind diese Taschen, die aufklappbar sind für persönliche Dinge wie Kopfhörer, Schlüssel, Geldbeutel. Auf der anderen Seite, da habe ich meine Batterien untergebracht von der A7S II und der A7 III. Ich mache es einfach so, wenn ich eine Batterie aufgebraucht habe und die leer ist, kommt die einfach hier in das Fach und hier weiß ich immer sofort, hier sind die neuen aufgeladenen Batterien drin und die schnappe ich mir dann. Alles geil aufgeräumt. So muss das sein. Hier vorne standardmäßig auf Reisen mein Ladegerät drin. In dieser kleinen oder größeren Tasche hier unten. Ich zeige euch mal, wie die aussieht. Ganz interessant. Das ist ein Top-Ladegerät, weil ich kann mit diesem Ladegerät alle meine Akkus gleichzeitig aufladen. Das ist ganz interessant, wenn man auf Events oder Hochzeiten oder irgendwie ist. So sieht das Teil aus. Hier mit diesem roten Akkuladegerät kann ich meine Akkus der A7S aufladen und hier von der A7 III. Das ist also ein Top-Ladegerät mit so einem USB-Anschluss und wie heißt das Ding? Patona Dual LCD. Zeigt mir auch per LCD den Ladezustand der Batterien an. Sehr, sehr hilfreich, habe ich immer dabei in meinem Rucksack. Um Stative zu befestigen, gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Man kann es zum Beispiel hier einmal an der Seite anbringen. Für Wandertouren empfiehlt sich das Stativ hier vorne einzuhakeln. Man kann es hier sogar in diese Tasche rein baumeln lassen, damit es noch stabiler ist, wenn man es dann hier einfach festmacht.
wenn ich in Urlaub fliege, nehme ich den Rucksack auch immer als meinen Equipment-Rucksack mit. Kein Urlaub ohne Laptop. Das ist ein 15 Zoll MacBook Pro. Passt hier natürlich auch wunderbar in eine gepolsterte Tasche rein. Flutscht einfach nur so rein. Ist gut gepolstert. Da kann ich hier sogar noch T-Shirts oder irgendwelche Klamotten auch noch reinstecken. Ihr merkt schon, ich bin begeistert von dem Rucksack. Er ist auch cool. Ich nehme ihn mit in Urlaub, auf Flugreisen. Er passt ins Handgepäck, also oben ins Fach passt er ganz gut rein. Mein Laptop ist da drin, gut geschützt. Die Kamera, die Drohne, alles ist am Start mit Ladegeräten und kann ich euch echt ans Herz legen, das Teil. Und wenn ihr vorhabt, mit dem Rucksack wandern zu gehen, da gibt es auch noch ein Feature. Zum einen sind die Träger gut gepolstert und hier hat es irgend so ein Lüftungssystem. Und dann habe ich hier noch so einen Bauchgurt. Den schiebe ich mal hier so durch. Setze ich mal auf, dass ihr mal sehen könnt, wie mega groß dieser Rucksack überhaupt ist. Und so sieht er von der Seite aus. Die Innenmaße von dem Rucksack sind 28, 50 und 16. Er wiegt 2,2 Kilo und kostet 200 Euro. Der Lowe Pro Tracker 450 AW, der ist ähnlich aufgebaut, der wiegt aber 4 Kilo leer und kostet 400 Euro. Also für mich ist dieser Tamrac Anvil 27 vom Preis-Leistungs-Verhältnis der Sieger von beiden Rucksäcken. Vielleicht ist der Lowe Pro noch mal besser vernäht oder wie auch immer, aber der Rucksack seit 3 Jahren im Einsatz taugt. Jetzt habe ich euch die Hauptfeatures von dem Rucksack gezeigt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder für das Video ein Like da lasst und schreibt gern unten in die Kommentare euren Lieblingsrucksack rein. Ich schaue mir den auch gern an, denn ich bin für neues Equipment auch immer zu haben. Ich sage bye bye, ciao vom Ammersee, euer Sigi. Woo!